So. Ready. To go. So, heute machen wir das Hühnerhaus hübsch. Ups. Ihr könnt alle hier bleiben. Ja. So, heute wird hier gründlich sauber gemacht. Alles ausgeräumt, ein Streu raus. Dann werden wir mit dem Dampfstrahler hier alles runterholen, was lose ist. Und auch das, was noch nicht lose ist. Dann wird schön eingekelkt, frisch, frischen Einstreu rein und dann können die Hühner wieder Einzug halten. Wegen der Parasitenbekämpfung. Die Tiere, die Hühner und Puten, werden gerne von Milben gequält. Ganz besonders hier bei uns die rote Vogelmilbe. Die setzt sich in alle möglichen Ritzen rein und nachts kommt die raus und saugt den Hühnern das Blut aus. Die sind natürlich nicht am nächsten Tag blutleer, aber das ist eine richtig große Qual für die Tiere. Das juckt wie Hölle und das kann man feststellen, zum Beispiel, wenn man nachts noch mal ins Hühnerhaus geht und die sich alle am Jucken sind wie die Jecken. Deshalb holen wir jetzt auch den ganzen Kalk, also so weit wie er lose ist, holen wir den runter. Wir spritzen, wir haben schon die Ritzen ausgesaugt, wir spritzen die gleich auch noch aus und dann werde ich in entsprechend große Ritzen Silikon einfüllen, wo das also auch gut geht, einfach um es den Milben richtig schwer zu machen. Man kann natürlich verschiedene Arten der Parasitenbekämpfung vornehmen. Man kann, viele verwenden auch Kieselgur. Ich bin da nicht so ein Freund von, weil Kieselgur lungengängig ist. Ich persönlich halte das Kalken für die allerbeste Variante. Kenne auch zahlreiche Menschen, die das auch bevorzugen. Es ist natürlich zeitintensiver, aber wenn der Nutzen ungleich höher ist, dann ja, gibt es da für mich keine Frage. Wir rühren den Kalk selber an. Ich habe da mal so ein paar Ausschnitte von gefilmt. Das kann man auch schon prima am Tag vorher machen, weil der braucht halt eine Reaktionszeit. Wir haben es eben nicht jetzt einen Tag vorher gemacht, wir machen es jetzt. Das ist ein sehr ungastliches Klima für die Milben und andere Parasiten. Was ich auch mache, ich streiche regelmäßig zum Beispiel ich verlinke euch mal, von welcher Firma das ist, ich weiß das aus dem Kopf nicht, so ein Öl, was gegen Parasiten wirkt, was die nicht so gerne haben. Das streiche ich mir hier auf die Stangen, das sprühe ich auch auf die Ablagen, das mache ich auch regelmäßig zwischendurch, sodass wir verschiedene Varianten haben, wie wir dem Ganzen Herr werden können. Also mir ist jetzt noch nicht aufgefallen, dass wir einen Milbenbefall haben, aber man sollte das regelmäßig machen. Also wenn man es schafft, dann gerne mehrmals im Jahr, dass man alles rausholt. Den Einstreu, den wechseln wir sowieso regelmäßig, komplett, täglich holen wir die Scheiße raus oder nasse Bereiche, wenn schon mal Wasser geschlabbert ist, aber Stallhygiene ist halt das A und O, um damit klarzukommen. Kleine Planänderung. Man
muss ja flexibel sein und wenn der Dampfstrahler ausfällt, dann muss der Kalk halt manuell von den Wänden. Dauert alles ein bisschen länger, aber so ist das halt. So eine Nummer wie hier, die kann man auch echt nicht mit vielen Menschen machen, ne? Also, mir fällt da gerade niemand außer Gabi ein, um ehrlich zu sein. Ja. Da muss er erstmal Bock zu haben. Und da muss er auch flexibel sein und umdenken und sagen, okay, geht so nicht, geht so. Und hier zeigt sich der Vorteil davon, dass wir es gerne etwas dicker auftragen. Lässt sich nämlich dann leichter ablösen. Der Nachteil wird zum Vorteil. Ich mag das ja, wenn so Probleme auftreten. Ich mag das auch bei meinen Kochabenden, die ich veranstalte. Weil dann können die Menschen auch sehen, so ja, klappt nicht immer alles perfekt. Wenn ich nur zeige, was super läuft, ja, dann setzen sich Menschen so unter Druck. Klappt nicht immer alles super. Und dieses Video geht trotzdem online. Und vielleicht beim Kochen auch. Wir hatten mal den WDR da und da lief was schief und da fragte mich die Moderatorin, ob ich denn jetzt nervös würde. Und dann hat sie gesagt, nee, ja genau, das ist das Leben. Daraus lernen wir alle am allermeisten, wenn mal was schief läuft. Und übrigens muss man auch dabei unbedingt jetzt die Brille tragen, weil einem sonst die Stückchen in die Augen fliegen. Ist auch nicht so prickelnd. Kann man das nicht so gut abmachen. Ich will das auch, die auch nicht entfernen. Deshalb werden wir ein bisschen was dran lassen müssen, aber sieht schon ganz gut aus. So. Jetzt noch alles rausfegen und dann kelken wir. Die heute aufgetreten sind. Ja, da kommt noch Heu rein in die Legenester und dann können unsere Hühner ihr frisch gemachtes Zimmer wieder betreten. Ihr könnt rein.